Erfolg oder Misserfolg in der Öffentlichkeit haben mir nie viel bedeutet. Tatsächlich fühle ich mich im Letzteren weit eher zu Hause. Ich habe seinen belebenden Hauch mein ganzes Schriftstellerleben lang geatmet. Bis auf die letzten paar Jahre. Glücklich sind jene Autoren, von denen man nicht einmal weiß, ob sie wirklich gelebt haben. Gehen, aber nicht reden. Wenn man mit ihm spazieren ging in der Stadt und so weiter, hat man das Gefühl, er redete da nicht gerne. Er tat alles ganz. Nee. Er hatte eine sehr verletzliche Seite. Und er hatte letztlich auch eine sehr romantische Ader. Und das wollte er auch nicht so zeigen. Er hasste alles, was Larmoyanz war. Davon war im Gespräch immer wieder die Rede. Er wehrte sich dagegen. Aber es war sicher der rücksichtsvollste und mitleidsvollste Mensch, den ich kannte. Das Gefängnis der Santé lag direkt unter ihm und dann fingen da unten die Gefangenen an zu schreien und Beckett brachte mich ans Fenster und ich sah an, wie er darunter leidet. Es ist das Leiden, das wir später auf abstraktere Weise in so ungeheuren Texten finden wie in der Verweiser, wo ja auch ein Zellenbau gemacht ist und ein runder Zellenbau, in dem das stattfindet. Und das Runde ist noch ein Hinweis, dass das einfach unendlich ist, dass dieses nie aufhören wird, dass das die Conditio Humana ist. Innerhalb eines Satzes die Wörter, innerhalb der Wörter die Buchstaben und innerhalb einer Periode die einzelnen Satzeinheiten auftaucht, auf den Kopf stellt und vertauscht und damit im Grunde unendliche Möglichkeiten zu realisieren versucht. Wenn man denkt an die Geschichte der Familie Nott, die diesen Hund halten muss, damit das, was Herr Nott übrig lässt beim Essen, dass das jeden Tag ausgeleckt werden kann. Um das zu machen, braucht es nicht nur ein Hund, sondern ein Ersatzhund. Hinter diesem Ersatzhund wieder ein Ersatzhund. Im Grunde die ganze Menschheit, die ganze Tierwelt wird eingesetzt, um diese Speisereste aufzulecken. Und da sieht man in diesen Minimalia, was Beckett fasziniert. Im Grunde eine geradezu, ja, ein Taumel vor den Möglichkeiten. Beckett zeigt einfach, dass im Grunde nichts zu machen ist. Und der Surrealismus zeigt, dass es Bilder geben kann, vor denen wir stehen und die wir nicht erklären können, wo wir auch nicht fragen dürfen, was bedeutet das? Weil das Bild ja uns auch nicht fragt, was bedeutest du, der du das Bild anschaust? Und das sind einfach, glaube ich, die Kategorien, die wichtig sind. Und die, dank Kafka, dank Kubismus von Picasso, dank Surrealismus, dank Beckett, unser Jahrhundert und die Zeit bis heute irgendwie definieren. Sein unendliches Wissen um Rhythmus, Bild und Text. Und das Kalkül, das dahinter steckt, die Genauigkeit, die dahinter steckt, diese Annäherung der Kamera in diesen 5 Zentimeter Schritten ist etwas absolut Halluzinierendes und Neues gewesen. Ich glaube, diese Rigorosität, diese Disziplin, die Beckett sich und den anderen abforderte, das wurde zum Modell für diese Zeit. Das war die Zeit, als die ersten Videokünstler tätig wurden. Und Beckett machte ja mit Ejo im Grunde den revolutionärsten Videofilm. Es war ja ein Film, der ohne Schnitt gemacht werden muss. Die 29 oder 27 Minuten wurden ja ohne Schnitt gemacht. Und das erklärt auch
dass das eine Heidenarbeit war, eine sehr komplexe und komplizierte Sache, die alle immer wieder an den Rand des Nervenzusammenbruchs brachten. Aber der Erfolg war irgendwie so einleuchtend und grandios. Ich glaube, dieses Stück gehört nicht nur zur Filmgeschichte, zur Fernsehgeschichte, sondern ist auch innerhalb der bildenden Kunst ein Markstein. Was ihn immer wieder bedrückte, und das bekamen auch mit, wenn er sagte, ich kann nichts mehr schreiben, ich bringe nichts mehr zu Wege, diese Vorstellung vom Scheitern, nicht mehr weiterzugehen, das war sicher der Punkt, der ihn persönlich auch am stärksten beschäftigte. Am 22. Dezember 1989 stirbt Samuel Beckett gegen 1 Uhr mittags. Nein, ich bedauere nichts. Ich bedauere nur, geboren zu sein. Sterben ist eine so lange, mühselige Sache. Geboren am Karfreitag 1906. Am Abend des Tages, an dem Christus in der Dunkelheit um die 9. Stunde schrie und starb. Wird Samuel Beckett am 2. Weihnachtsfeiertag 1989 auf dem Friedhof Montparnasse in Paris beerdigt.